Bekannt als jungfräuliche Königin, sie ist eine von Englands bekanntesten Monarchinnen. Ihre 45 Jahre dauernde Regentschaft wurde als goldenes Zeitalter angesehen. Das Königreich, das sie geerbt hatte, war alles andere als stabil. Mary Tudor war gerade gestorben. Ihre Schreckensherrschaft hatte ihr den Beinamen Bloody Mary eingebracht. England war schwach und von Schulden geplagt. Am 17. November 1558 eilten Boten zum Hatfield House. Die junge Elizabeth erhielt die Nachricht, dass sie jetzt Königin von England ist. Die Legende erzählt, dass es Robert Dudley war. Bezeichnenderweise ritt er ein weißes Pferd, wahrscheinlich ein Hengst. Er teilte Elizabeth mit, dass ihre Schwester gestorben war und sie jetzt Königin ist. Elizabeth war dort, wo sie aus ihrer Sicht von Geburt an hingehörte. Im Alter von nur 25 Jahren musste Elizabeth die Herrschaft übernehmen. Ihre erste Berufung war die von William Cecil, ihrem Chefsekretär und Berater in all den Jahren, die sie auf Marys Tod gewartet hatte. Der skrupellose und extrem protestantische William Cecil wurde zum einflussreichsten Mann im Land. Sie nannte ihn Geist, was zeigt, dass sie körperlich an ihm überhaupt kein Interesse hatte. Er war ihre Orientierungshilfe, ihr besseres Ich, weil er eine gewisse Vorstellung von der Welt hatte, die ihr fehlte. Den richtigen Mann für Elizabeth zu finden, ist eines seiner wichtigsten Anliegen. Von einer Frau regiert zu werden, die allein auf sich gestellt ist, galt als eine Katastrophe. Eine Frau konnte nicht wissen, wie man ein Königreich regiert. Ausländische Freier umkreisten die Königin wie Aasgeier. Sogar König Philipp von Spanien, der Mann ihrer Schwester Mary, Europas mächtigster Herrscher, war interessiert. Elizabeth stand unter großem Druck zu heiraten. Andererseits gab es auch die Gefahr, den Falschen auszusuchen. Hätte sie jemanden geheiratet, der allzu mächtig war, hätte England am Ende zum Ableger eines anderen Landes werden können. Für die Tudor-Dynastie war ein Erbe überlebenswichtig. Aber Elizabeth war mit ihren Gedanken woanders. Sie erliegt dem wilden Charme von Robert Dudley. Ihm gibt sie den Kosenamen Augen. Seine Feinde nennen ihn hingegen Zigeuner. Elizabeth machte Robert Dudley zum Oberstallmeister. Was bedeutete, dass er für die königlichen Ställe zuständig war, für die Beförderung des Hofs. Das ist eine verantwortungsvolle Position. Aber gleichzeitig war er auch für die Freizeitaktivitäten wie Jagd- oder Turnierkämpfe zuständig. Während ihr das Hofpersonal mit Papierbergen, besorgten Mienen und vielen Problemen begegnete, konnte er sie mit Spielereien beglücken. Elizabeth und Dudleys Spielfreude sorgt zunehmend für Kopfzerbrechen bei Hofe. Es ist das erste Mal seit Beginn ihrer Regentschaft, dass sie sich für einen Mann interessierte. Es ging um Gefühle, die von diesem Zeitpunkt an bestehen. Er ist eine Art Ehemann-Ersatz. Der entscheidende Punkt, sie ist eine unverheiratete Frau. Das Ganze hat eine sexuelle Komponente, die es bei einem männlichen König und seinem Oberstallmeister kaum gäbe. So benimmt sich Elizabeth wie eine junge, verliebte Frau, statt wie eine Königin, die ein Land regieren muss. Hatten sie eine heimliche Liebesaffäre oder nicht? Von den Spaniern und Österreichern gab es die meisten Gerüchte. Im Frühling 1560 hatte Elizabeth eine Audienz für den spanischen Botschafter wegen Krankheit abgesagt. Später fand der heraus, dass sie Dudley beim Tennisspielen zugesehen hatte. Er war nicht gerade erfreut. Elizabeth ordnete an, dass Dudley sein Schlafzimmer neben dem ihren bezog. Sie lasen gemeinsam, gingen gemeinsam zur Jagd und benahmen sich wie ein Liebespaar. Es war eine leidenschaftliche Zeit. Alle hatten Angst, dass sie ihn tatsächlich heiraten würde. Die Hälfte des Landes ging davon aus, dass sie mit ihm schlief. Es waren die ersten zwei Jahre ihrer Regentschaft. Sie war so berauscht von Robert Dudley, dass man sich nur schwer vorstellen konnte, dass sie jemals einen anderen heiraten würde. Doch die meisten der Berater und Höflinge waren sich einig. Dudley wäre eine schlechte Wahl. Elizabeths Beziehung zu Dudley war immer umstritten.
Umstritten deshalb, weil sie eine unverheiratete Königin war und ihr zukünftiger Mann eine enorme politische Bedeutung bekommen würde. Umstritten auch, wenn man bedenkt, wer Dudley war. Sein Vater wurde wegen Verrats hingerichtet. Sein Großvater ebenfalls. Es ist den Leuten nicht zu verdenken, dass sie der Dudley-Familie nicht über den Weg trauten. Zeitgenossen spürten, dass Robert Dudley so ziemlich der unpassendste Ehemann war, der für Elizabeth in Frage kam. Dudley konkurrierte mit ausländischen Fürsten, etwa König Philipp von Spanien, der Ehemann ihrer verstorbenen Schwester. Und Dudley scheute keinen Aufwand. Er musste Elizabeth beeindrucken. Sie war alles andere als eine billige Affäre. Er bezahlte schwindelerregende Summen. Auch heute wären das zigtausende Pfund. Dudley spielte mit hohem Einsatz, um die Königin zu gewinnen. Get thee gone, fool! Es war das Spiel seines Lebens. Der Gewinn konnte der Königsthron sein. Als die Tage im Herbst kürzer wurden, war William Cecil sicher, dass England in eine düstere Zukunft blickte, falls Elizabeth Dudley heiratete. Doch eine Person stand dem im Weg. Eine Frau, die Elizabeth kaum kannte, Amy Robsart, Robert Dudleys Frau. 10 Jahre zuvor hatten sie geheiratet. Sie war 28 und kinderlos. Obwohl Amy nur etwa 65 Kilometer vom Hof entfernt lebte, hatte sie ihren Ehemann seit mehr als einem Jahr nicht mehr gesehen. Sein Platz war bei der Königin, ununterbrochen. Elizabeth hasste es, wenn die Herren am Hof ihre Ehefrauen mitbrachten. Sie war extrem eifersüchtig und wollte die Königin ihres höfischen Bienenstocks sein. Für Robert Dudley galt das verstärkt. Seine Frau war am Hof nicht willkommen. Im März 1560 verbreiteten sich am Hof düstere Gerüchte. Angeblich würde sich Dudley von Amy scheiden lassen. Im September berichtete William Cecil dem spanischen Botschafter, dass die Königin und Dudley darüber nachdachten, Lord Roberts Frau zu vernichten. Sie behaupteten, Amy sei krank. Tatsächlich aber war sie körperlich wohlauf und achtete darauf, dass man sie nicht vergiftete. Planten Elizabeth und ihr Liebhaber, Amy aus dem Weg zu schaffen? Im September 1560 kam es zu neuem Ärger am Hof. Angeblich war Elizabeth so sehr mit ihrer Liebschaft beschäftigt, dass sie ihr Land vernachlässigte. Die Menschen wurden damals verfolgt und hart bestraft, wenn sie Klatsch über die Königin weitergaben. Einige sagten, sie wären ein Liebespaar oder sogar verheiratet. Andere behaupteten, es gäbe ein Kind, das sie versteckt hielten. William Cecil ist ins Abseits geraten und mit seiner Weisheit am Ende. Sein Erzrivale Dudley gewinnt täglich an Macht. Alle Hoffnungen auf eine Hochzeit mit einem der ausländischen Anwärter scheinen aussichtslos. In seiner Verzweiflung kämpft Cecil dagegen an. So berichtet er dem spanischen Botschafter, dass das intime Verhältnis der Königin zu Lord Robert ruinöse Folgen haben könne. Cecil, Elizabeths wichtigster Minister, wusste, dass der spanische Botschafter diese Befürchtung nicht für sich behalten würde. Möglicherweise würde der daraus folgende Aufschrei die junge Liebe beenden. William Cecil betrachtete Robert Dudley als seinen Erzfeind. Er litt unter der Tatsache, dass Dudley Elizabeth näher stand als er selbst. Und er musste befürchten, dass Elizabeth und Robert Dudley heiraten könnten. Für ihn wäre das ein Albtraum, seine politische Karriere damit beendet. Deshalb tat er alles, um diese Liaison auseinanderzubringen. Doch am 9. September 1560 zerbricht die Affäre zwischen Elizabeth und Dudley an der Nachricht über Amys Tod. Die 28-Jährige wurde am Absatz einer Treppe aufgefunden, mit gebrochenem Genick. War es nur ein Unfall oder steckte mehr dahinter? Was genau an jenem Tag geschah, bleibt eines der größten Rätsel in der Geschichte der Tudor-Ära. Doch jetzt hat der Historiker Chris Gidmore
die Ermittlungen wieder aufgenommen und dabei eine Reihe verblüffender Entdeckungen gemacht. Das Faszinierende an Amy Robsarts Tod ist nicht nur, dass man ihre Leiche fand und es scheinbar keine Zeugen gab, sondern vor allem die ungeklärte Todesursache. War es Selbstmord? Ein Unfall? Ein Mord? Der Fall hat alle Zutaten für einen spannenden Agatha Christie-Thriller. Amy hatte nie ein eigenes Zuhause. Stattdessen brachte sie Robert Dudley in den Häusern seiner Regierungsbeamten unter. Sie starb auf dem Landsitz von Anthony Foster in der kleinen Ortschaft Cumnor in der Nähe von Oxford. Die Frage, wie Amy zu Tode kam, beschäftigte Generationen von Autoren und Historikern. Das Haus ist Thema eines berühmten viktorianischen Romans, Kenilworth. Sir Walter Scott befasste sich in diesem Thriller aus dem 19. Jahrhundert mit der tödlichen Dreiecksbeziehung zwischen Elizabeth, Dudley und Amy. Die Tür zur Schlafkammer der Gräfin öffnete sich und im selben Moment sprang die Falltür auf. Es gab ein krachendes Geräusch, einen heftigen Sturz, ein schwaches Stöhnen, dann war alles vorbei. Varney rief durch das Fenster: Ist der Vogel im Käfig? Ist es vollbracht? Großer Gott, vergib uns, antwortete Anthony Foster. Natürlich ist das extrem dramatisiert und reine Fiktion, so wie Scott die Sache anging, aber es hat niemanden davon abgehalten, es zu lesen. Noch in viktorianischen Zeiten wurde das Buch zum Bestseller. Die Menschen kamen hierher, um den Landsitz und den Ort zu besichtigen, an dem Amy starb. Was also geschah wirklich auf den Stufen, an deren Ende Amy gefunden wurde? Die Treppe gibt es längst nicht mehr. 1810 wurde der Landsitz in Cumnor abgerissen und zu einem Friedhof umfunktioniert. Übrig geblieben sind nur ein paar verfallene Wände. Obwohl das Gebäude vor 200 Jahren zerstört wurde, kann Chris wichtige Erkenntnisse über die Treppe gewinnen. Der Archäologe Edward Impey ist in Cumnor geboren. Ihn fesselte Amys Geschichte so sehr, dass er eine detailgetreue Rekonstruktion des Landsitzes baute. Nun, Edward, anhand dieses Modells, wo hat Amy gewohnt? Gut, es ist nur eine Vermutung, aber man würde annehmen, dass sie das größte Zimmer bewohnte. Und wo könnte das gewesen sein? Hier ist die größte Kammer. Ich denke, dort war sie untergebracht. Und wo war die Treppe, auf der Amy ums Leben kam? Die Stufen waren unter der Ecke hier, am westlichen Ende des nördlichen Traktes. Wir haben das diesem Plan entnommen. Das Modell basiert auf der Skizze des Antiquars Samuel Lysons, kurz bevor Cumnor abgerissen wurde. Ich denke, es ist gut möglich, dass ein Sturz von einer solchen Treppe zum Tod führt. Es ist eine Steintreppe mit scharfen Kanten an den Stufen. Alles Weitere würde die Grenzen der Archäologie und Architektur überschreiten. Auf der Basis eines wenig spektakulären Hinweises gelingt es, mit moderner Technik die Treppe genauer zu rekonstruieren. So here's your plan. Hier ist also Ihr Plan mit dem Ausschnitt, den wir haben. Wir können uns nun die Treppe in der dritten Dimension rekonstruieren. Ich beginne mit den Stufen und mache daraus die Treppe. Was man sagen kann, es ist eine gefährliche Treppe mit vielen scharfen Kanten. Das Modell zeigt, dass es auf der Hälfte der Treppe einen schmalen Absatz gab. Eine Wand machte es so gut wie unmöglich, die Treppe bis ganz nach unten hinunterzufallen. In England und Wales sterben jährlich mehr als 600 Menschen an den Folgen von Treppenstürzen. Die meisten von ihnen sind ältere Leute. In Amys Altersgruppe, also bei den 25- bis 30-Jährigen, ist das eher die Ausnahme. Nur 4 Tote. Wir können nicht ausschließen, dass Amy über 8 Stufen stürzt und starb. Solche Unfälle geschehen, aber sie sind sehr, sehr unwahrscheinlich. The body at
Ein Leichenfund am Fuß einer Treppe ist ein typischer Fall für die forensische Pathologie. Zuerst suchen wir nach Indizien, wie jemand tatsächlich die Stufen heruntergefallen ist. Wenn es Stein- oder Betonstufen sind mit einer rauen Oberfläche, dann bleiben oft Spuren zurück. Spuren von Blut, Haaren oder Haut darauf. Man muss das Ganze sehr genau untersuchen, ob man Anzeichen davon findet. Wie alt ist das Opfer? Hat es irgendwelche Alkohol- oder Drogenprobleme, sodass es eventuell nicht ganz sicher auf den Beinen war? Wenn eine junge Frau tot vor einer Treppe gefunden wird, finde ich das verdächtig. Und heutzutage würde man sicher umfangreiche Ermittlungen einleiten. Folgt man der Statistik, so ist es unwahrscheinlich, dass eine gesunde junge Frau wie Amy Robsart eine komplette Treppe hinunterstürzt und stirbt. Doch war Amy wirklich gesund? Ein Gesandter schrieb, dass sie eine Zeit lang etwas kränklich erschien. In einem anderen Bericht heißt es, sie habe Schmerzen in der Brust gehabt. Amys Gesundheit ist einer der zentralen Punkte. Es ist möglich, dass sie eine Form von Brustkrebs hatte, der ihre Knochen schwächte. Sie könnte auf der letzten Stufe den Halt verloren und sich dabei das Genick gebrochen haben. Das würde bedeuten, dass sie während des Hinfallens starb. Ein normaler Kollaps. Ihr Kleid lag ordentlich und sie hatte ihre Haube auf dem Kopf, wie es sich gehörte. Es gab kein großes Durcheinander bei diesem Treppensturz und die Historiker haben lange Zeit an dieser Erklärung festgehalten. Amys fortgeschrittenes Krebsleiden würde Dudleys kalte Bemerkung erklären, die er 6 Monate vor Amys Tod machte. In nur einem Jahr werde sein Leben ganz anders aussehen. Möglicherweise wussten er und Elizabeth bereits, dass Amy nur noch wenige Monate zu leben hatte. Doch Chris Skidmore glaubt, dass die Krebstheorie nicht zu den Fakten passt, die man aus Amys letzten Lebensmonaten kennt. Wir wissen, dass Amy in den letzten 2 Jahren ihres Lebens ständig umgezogen ist. Zuerst wohnte sie in Hertfordshire bei William Hyde, dann zog sie bei Sir Richard Werney in Warwickshire ein und schließlich lebte sie auf Cumnor. Die vielen Umzüge passen nicht zu einer krebskranken Frau. Auch wenn sie sich bereits im sekundären Brustkrebsstadium befand, mit Metastasen, die bereits in ihre Knochen eingedrungen waren, dann ist sie deswegen keineswegs unsicher auf ihren Beinen. Und das ist auch keine Situation, in der man hinfällt und sich das Genick bricht. Das klingt nicht besonders wahrscheinlich. Obwohl das sicher eine interessante Theorie wäre, erscheint sie mir sehr spekulativ und wirklich nicht viel mehr. Ein weiteres Indiz lässt die Krebstheorie zweifelhaft erscheinen. Einer von wenigen Briefen, die die Zeit überdauert haben, wurde von Amy selbst verfasst. Er erlaubt uns, sie näher kennenzulernen. Eines der beeindruckendsten Häuser aus elisabethanischer Zeit, Longleat. Hier wurde das Dokument zufällig entdeckt, mehr als 300 Jahre nach Amys Tod. Was wir hier sehen, ist ein Brief von Amy Dudley an ihren Schneider. Faszinierend ist dabei, dass es von Amy nur 2 Briefe gibt, die die Zeiten überdauert haben und dass sie ihn 2 Wochen vor ihrem Tod geschrieben hat. Ich wünsche mir, dass Sie das Samtkleid, das ich Ihnen schicke, mit dem gleichen Kragen aus rostbraunem Taft versehen, den Sie beim letzten Kleid benutzt haben. Wäre sie ernsthaft krank gewesen, dann würde man sich fragen, warum sie ein neues, teures Kleid bestellte. Man hat aber viel eher den Eindruck, dass sie kurz vor ihrem Tod eine quicklebendige, interessierte Frau war. Und hier erleben wir zum ersten Mal Amy persönlich und nicht nur als passives Opfer irgendwelcher Fantasien.
Könnte es sein, dass Amy sich das Kleid anfertigen ließ, weil sie hoffte, Robert nach über einem Jahr wiederzusehen? Sie hatte gehört, dass er in Windsor war, nur etwa 65 Kilometer von Cumnor entfernt. Es gibt nur wenige Hinweise auf Amys Gesundheitszustand. Sie stammen aus der Hofberichterstattung und basieren auf Gerüchten. 1560 hatte William Cecil dem spanischen Botschafter mitgeteilt, sie sei wohlauf. Wenn Amy also nicht an Krebs starb, woran dann? Chris Skidmore will dem Geheimnis um Amy Robsarts Tod näher auf den Grund gehen. Er rekonstruiert, was in jenem September vor 4 Jahrhunderten genau geschah. Es war der 9. September 1560, als Robert Dudley auf Schloss Windsor erfuhr, dass seine Frau Amy tot aufgefunden worden war. Sein Zustand offenbart sich in den Briefen, die er an seinen Freund und Gefolgsmann Thomas Blount schreibt, nur wenige Stunden nach der schrecklichen Nachricht. Cousin Blount, immediately after your departure from me, there came to me both, by whom I do understand that my wife is dead. And as he saith, by a fall from a pair of stairs. Little other understanding can I have of him. Dudley ist eindeutig in einem emotionalen Ausnahmezustand. Allerdings scheint er mehr über die Folgen für sich selbst besorgt zu sein, als dass er wirklich den Tod seiner Frau bedauert. Diese Reaktion wirkt auf mich fast ein bisschen krankhaft. The greatness and the seriousness of the misfortune that so perplex me. Until I do hear from you how the matter standeth, or how this evil should light upon me, considering what the malicious world shall brew it, as I can have no rest. Auf der verzweifelten Suche nach Antworten schickt Dudley Thomas Blount nach Cumnor. Thomas Blount nahm sofort eigene Ermittlungen auf. Das Gericht trat bereits zusammen, doch Blount suchte nach Antworten, insbesondere bei Amys Bediensteten. When did you leave my ladyship's house? At midday, sir, to catch the best of the fair, sir. What state was she in? Well enough, she was busy. She had her accounts and books to do, sir. Was she troubled? Did she have strange airs? No, sir, not that I did notice. Was Blount in seinem Verhör erfuhr, war erstaunlich. Als Amy starb, sollte eigentlich das Gesinde auf dem Landsitz sein. Doch zu seinem Entsetzen fand Blount heraus, dass Amy alleine war. Thomas Blount begann die Ermittlungen mit der Befragung der Bediensteten. Wir haben Aufzeichnungen von seinem Gespräch mit Mrs. Pictor, Amys Dienstmädchen. Sie sagte, Amy sei noch vor Morgengrauen aufgewacht und habe schlechte Laune gehabt. She was most angry, sir. Aus irgendeinem Grund wollte sie, dass alle das Haus verließen. Ganz in der Nähe in Abingdon fand ein Jahrmarkt statt. Und sie schickte alle Bediensteten dorthin, um das Haus für sich zu haben. We will not leave you, mistress. It is not proper. Away to the fair. Für eine Frau in diesen Tagen ist es äußerst ungewöhnlich, so etwas zu verlangen. In dieser Zeit lebten die Menschen eng mit ihren Bediensteten zusammen. Auch nachts hatte man jemanden, der nahe bei der Herrin schläft. Die Vorstellung, allein im Haus sein zu wollen, war äußerst ungewöhnlich. Heute ist das etwas anderes, aber damals war das eine seltsame Anordnung. Doch das war nicht alles, was Blount herausfand. Nach Angaben von Mrs. Pictor hatte Amy in ihrer Verzweiflung schon seit Wochen zu Gott gebetet. Blount reagierte verblüfft und wollte wissen, was genau sie derart plagte. Hatte sie etwa Selbstmordgedanken? She was a good and virtuous woman, and daily would pray on her knees and ask God to deliver her from her desperation.
Die Tudor-Zeit hatte eine extreme Haltung zum Selbstmord. Die Gesellschaft glaubte, dass Selbstmörder vom Teufel besessen wären. Eine christliche Bestattung war ihnen versagt. Stattdessen wurden sie nackt an einer Weggabelung beerdigt und ein Pflock wurde ihnen ins Herz gerammt. Für eine gläubige Tudor-Frau wie Amy war Selbstmord undenkbar. Der Brief an ihren Schneider bestätigt diese Sichtweise. Das Bild einer verzweifelten Amy, die aus dieser Situation, vielleicht sogar ihrem Leben entfliehen möchte, passt nicht zu der Frau, die ihr Kleid ändern lässt. Genauso wenig wie der Ort, den sie für ihren angeblichen Selbstmord gewählt hat. Eine Treppe dieser Art wäre denkbar ungeeignet, um Selbstmord zu begehen. Ich denke, es ist ausgeschlossen. Auf Kamna gibt es weit bessere Möglichkeiten, sich umzubringen, als sich von einer flachen Treppe zu stürzen. Ein Unfall ist unwahrscheinlich. Und ein Selbstmord passt nicht zu den Fakten. So kommt also nur noch Mord in Frage. Die Beweisfragmente, die überdauert haben, weisen einen Genickbruch aus, aber keine anderen Verletzungen. Vor mehr als 100 Jahren durchforsteten Historiker die Archive, auf der Suche nach der wahren Todesursache und nach Zeugenaussagen derer, die Amys Leichnam untersucht haben. Chris Skidmore glaubte, dass keine Überlieferung existierte. Doch dann bekam er einen Hinweis. Stephen Gunn war mein Tutor und eines Tages meldete er mir aus heiterem Himmel, Chris, du solltest dir dieses Dokument ansehen. Stephen Gunn beschäftigte sich mit dem Rückgang der Bogenschützen im Zeitalter der Tudors und untersuchte die Todeszahlen, die auf das Bogenschießen zurückzuführen waren. Um sie zu finden, musste ich jeden Bericht über tödliche Unfälle lesen. So lernte ich alle Arten interessanter Unfälle kennen. Menschen, die beim Fußballspielen ums Leben kamen, Kinder, die beim Glockenläuten aus Kirchtürmen fielen und Menschen, die von Bären getötet wurden. Aber dann stieß ich plötzlich in einem dieser Berichte auf den Namen Amy. Ich las weiter und mir wurde klar, dass dies der Ermittlungsbericht über Amys Tod war. Als ich den Anfang öffnete, konnte ich meinen Augen kaum trauen. Das war ein historischer Schatz, etwas, das man nicht jeden Tag bekommt. Das magische Wort Amy stach aus dem Dokument hervor und in dem Moment wurde mir klar, was ich untersuchte. Das ist der über lange Zeit verschwundene Bericht der Ermittler, der enthüllt, wie Amy genau starb. Amy war mit gebrochenem Genick, aber ohne weitere Brüche aufgefunden worden. Kleidung und Kopfbedeckung waren fast makellos. Doch der Bericht weist auch auf zwei schwere Kopfwunden hin. Obwohl das Dokument in lateinischer Sprache verfasst wurde, benutzten die Ermittler den alten englischen Terminus dins. Dins ist die alte englische Bezeichnung für eine Verwundung am Kopf im Zuge eines Schwertkampfs. Das Interessante daran ist die Tiefe der Kopfwunden. Eine ist einen halben Daumen lang und sie haben tatsächlich den Daumen reingesteckt, um das zu messen. Die andere Kopfverletzung ist zwei Daumen tief. Das ist eine enorme Verwundung in der Schädelbasis. Wenn Amy eine 5 cm große Wunde am Kopf gehabt hätte, würde ich an eine Keule denken, eine Kugel an einer Kette mit Spikes darauf, vielleicht eine Hellebarde oder einen Speer. Etwas in dieser Art könnte in den Schädel eindringen und zu solchen Verletzungen führen. Es sieht so aus, als handle es sich eher um Stich- als um Platzwunden. Bei einer Tiefe von 2 Daumenlängen gehe ich von einer Stichverletzung aus, was zu der Frage führt, ob man Amy nicht auf den Kopf geschlagen, ihr das Genick gebrochen und sie dann vor die Treppe gelegt hat, damit das Ganze nach einem Unfall aussieht. Hätte ich die Untersuchung durchgeführt, hätte ich die Beamten darauf hingewiesen, Mord in Betracht zu ziehen. Es tut mir sehr leid, dass sie so brutal ermordet wurde. Und obwohl ich neugierig bin und eine Art detektivische Aufregung entwickle, empfinde ich so etwas wie Trauer für einen Freund. Vielleicht, weil sie eine Frau war, die nichts verbrochen hatte, außer dass sie mit einem Mann verheiratet war, der zufällig Liebhaber der Königin von England war. Es scheint mir unmenschlich, dass sie so hart bestraft wurde, nur weil sie in dieser Position war. Das verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Ist die Queen in einen Mordfall verwickelt?
Der Skandal um Amys Tod brachte Elizabeth in Bedrängnis. Alles passte einfach zu gut. Wenn sie wirklich wollte, konnte sie Robert Dudley nun problemlos heiraten, denn er war nicht mehr verheiratet. Deshalb glaubten die Leute, dass sie entweder selbst ihre Finger im Spiel hatte oder schlicht half, das Geschehene und die Verantwortlichen zu decken. Dudley war in den Skandal verstrickt. So bat Elizabeth, William Cecil ihr aus der Sache rauszuhelfen. Jeder in England fragte sich, wer von Amys Mord profitiert hätte. Kaum zwei Wochen nach ihrem Tod stand Amys Beerdigung an. Die Feierlichkeiten kosteten Robert Dudley nach heutigen Maßstäben etwa 100.000 Pfund. Es muss ein sehr großes Spektakel gewesen sein. Jede Wand in der Kirche wurde bis zum Boden mit schwarzem Leinen drapiert. Es gab Hunderte, Tausende von Kerzen, die in jedem Fenster und in jeder Ecke der Kirche aufgestellt waren. Und nahe der Kanzel war Amys Leichnam aufgebahrt. Über den Prediger wurde später berichtet, dass ihm eine Panne unterlief. Er behauptete, Amy sei einem Mord zum Opfer gefallen. Die Trauergäste müssen über diese Wortwahl sehr überrascht gewesen sein. Die einzige Person, die fehlte, war Amys Ehemann, Robert Dudley. War dies ein Zeichen seiner Schuld? Nach dem Mord war Dudley Witwer. Alleinstehend konnte er die Königin heiraten. Als Folge wäre er damit nicht nur Ehemann der Queen, sondern auch auf dem Thron von England. The King of England. Auf den ersten Blick ist Dudley nur allzu wahrscheinlich der Mörder. Für ihn und sein enges Umfeld ist Amys Tod von großem Vorteil. Robert Dudley hatte Anhänger, die sich ganz seiner Sache verschrieben hatten. Wir haben Dokumente, die beweisen, dass sie in den Straßen Londons gegen das Gefolge anderer Adeliger zu Felde gezogen wären. Das war eine richtige Schlägertruppe, die alles für ihren Herrn getan hätte. Völlig egal, welche Gründe er anführte. Doch hatte ihr Herr jemals einen solchen Befehl erteilt? Dudley und seine Ehefrau mögen sich nicht sonderlich nahe gestanden haben. Es kursierten Gerüchte, dass er sich von ihr scheiden lassen wollte. Dazu hätte er sie aber nicht töten müssen. Die Königin hätte ohnehin alles für ihn getan. Sie hätte die Ehe leicht annullieren können. Ihr Vater, Heinrich VIII., trennte sich von Katharina von Aragon. Warum sollte Dudley es also riskieren, ein Verbrechen zu begehen, das so leicht aufzuklären war? Wäre ich Robert Dudley und würde meine Frau töten, hätte ich dafür gesorgt, dass die Leiche verschwindet. Aus Roberts Sicht wäre das sinnvoller gewesen, als einen Mord zu inszenieren, der die Frage nach dem wahrscheinlichsten Mörder aufwirft. Das ist es ja, was jeder seit 500 Jahren sagt. Vielleicht war es Robert. Von Robert Dudley wäre es also relativ dumm gewesen. So ungefähr das Letzte, was man tun sollte. Abgesehen davon macht der bestehende Mordverdacht die eine Sache, die er wirklich will, völlig unmöglich. Eine Hochzeit mit der Königin. Elizabeth kann ihren Ruf nicht aufs Spiel setzen, indem sie einen Mann heiratet, von dem alle glauben, dass er seine erste Frau getötet hat. Den Beweis für Dudleys Unschuld liefern die Briefe, die er kurz nach Amys Tod geschrieben hat. Dudleys Reaktion auf den Tod seiner Frau ist äußerst interessant. Diese Reaktion ist eigentlich der stärkste Beweis für seine Unschuld. Robert schrieb unverzüglich an Blount in einem Tonfall, der Sprachlosigkeit und totale Verwirrung ausdrückte. Anstatt seine Trauer zu zeigen, ist er eher besorgt über die Rufschädigung. Blount ist nicht angehalten gewesen, irgendetwas zu vertuschen oder zu beschönigen. Dudley, der keine Zweifel an seiner eigenen Unschuld hatte, war möglicherweise besorgt, dass ihm seine Feinde etwas anhängen wollten. Es ist wirklich schwer zu glauben, dass Robert Dudley den Mord an Amy in Auftrag gegeben hatte, wenn man diese Briefe liest. Doch was, wenn Dudleys Gefolgschaft das Ganze selbst in die Hand nahm und Amy ermordete?
Wir müssen uns in das Denken dieser Gefolgsleute hineinversetzen. Wäre es nicht fantastisch, wenn die Frau meines Herrn tot wäre, wenn ihr Leben auf einmal beendet wäre und mein Herr Elizabeth heiratet? Dann könnte auch ich selbst am Hof aufsteigen. Es geht dabei ausschließlich um Macht, die Natur der Macht und den Machtmissbrauch. Einer dieser eifrigen Mitstreiter ist Leutnant Sir Richard Verney. In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde in einer britischen Bibliothek eine Entdeckung gemacht. Ein zeitgenössischer Zugang zum Mordfall Amy, der einen klaren Verdacht liefert. Wie sich Lord Roberts Frau 1560 in Oxfordshire in Fosters Haus das Genick brach, während ihre Bediensteten auf dem Jahrmarkt waren. Ihre Ermordung war geplant. Sir Verney war an jenem Tag dort und während die Tat verübt wurde, ging er zum Jahrmarkt und wartete dort auf seinen Mann. Hast du es getan? Fragte Verney. Ja, antwortete der Mann. Ich habe es sicher getan. Hier haben wir also einen Indiz. Verney war zum Tatzeitpunkt in Cumnor und hatte den Mord geplant. Dieser fromme Mann mit 6 Söhnen soll Richard Verneys Vater sein. Einer der Jungen wird später Sir Richard Verney. Dies ist das einzige bekannte Bildnis von ihm. Könnte er Amy Robsarts Mörder sein? Hätte Robert Dudley geduldet, dass einer seiner Untergebenen ein so riskantes Verbrechen begeht? Mein Verdacht ist ja, für Dudley stand so viel auf dem Spiel, dass er Richard Verney, wenn er ihn verdächtigte, selbst angeklagt hätte. Dudley hätte alles dafür getan, seinen Namen von aller Schuld reinzuwaschen. Wer also hätte noch von Amys Tod profitieren können? Der andere Teil der Dreiecksbeziehung war Elizabeth I. selbst. Könnte die Queen den Mord an ihrer Rivalin angezettelt haben? Forensisch relevante Indizien vom Mordschauplatz fehlen. Aber aus Amys merkwürdigem Verhalten am Morgen ihres Todes lassen sich Schlüsse ziehen. Sie schickte ihr Dienstpersonal weg und war allein. Für den Mörder eine günstige Gelegenheit. Wer veranlasste sie, das Personal wegzuschicken? Auf wessen Anordnung hat sie reagiert? Wenn ihr Ehemann eine Nachricht geschickt hätte, dann, so glaube ich, hätte sie das Haus für Robert Dudley räumen lassen. Ich denke, sie hätte es auch für William Cecil getan, da sein Name Gewicht hatte. Möglicherweise auch für andere Hofangestellte und sicher auch für die Queen. Amy hielt die Königin davon ab, die Liebe ihres Lebens zu heiraten. Könnte Elizabeth ein Verbrechen aus Leidenschaft verübt haben? Elizabeth hat ein unglaublich hitziges Gemüt geerbt, sowohl von ihrem Vater Heinrich VIII. Als auch von ihrer Mutter Anne Boleyn. Sie konnte kräftig austeilen. Honestly, you're absolutely incompetent! Get out! Sie war hart gegenüber ihren Hofdamen. Eines Tages rammte sie einer von ihnen eine Gabel in den Handrücken, weil diese sie schlecht bedient hatte. Einer anderen brach sie in einem Wutanfall den Finger, nachdem sie ohne Elizabeths Zustimmung geheiratet hatte. Das war in ihren Augen ein schlimmes Vergehen und versetzte sie in Wut. Der königliche Botschafter sagte einmal, die Queen werde augenblicklich leichenblass, wenn sie vom Fehlverhalten ihrer Hofdamen erführe. Elizabeth war sicherlich bestens über Amys Tod informiert. Der spanische Botschafter behauptete in einem Brief an König Philipp von Spanien, dass die Queen sämtliche Details kannte. Und zwar noch bevor Amys Tod öffentlich bekannt wurde. Der spanische Botschafter sprach mit der Königin. Und sie erzählte ihm, dass Amy Dudley tot war oder so gut wie tot. Man bekommt den Eindruck, dass der Botschafter zu diesem Zeitpunkt glaubte, dass sie noch am Leben sei. Elizabeth war bereits bestens informiert, noch bevor die Nachricht das Königshaus offiziell erreicht hatte. Aber hätte die Königin von England ihren Ruf und ihren Thron wirklich für die Liebe aufs Spiel gesetzt? She certainly had a very vindictive streak.
Sie war ziemlich rachsüchtig, sie war willensstark und durchtrieben konnte sie auch sein. Sie hatte passende Eigenschaften. Aber ich denke, dass sie viel zu pragmatisch war, um sich in einen Mordfall zu verstricken. Am Königshof wimmelte es von Spionen. Und es wäre sicher herausgekommen, wenn Elizabeth tatsächlich beteiligt gewesen wäre. So ein großes Risiko wäre sie niemals eingegangen. Als Politikerin handelte sie stets bedacht. Ich glaube nicht, dass sie so etwas Drastisches wie einen Mordauftrag erteilte. Es erscheint wenig plausibel, dass die Königin oder Robert Dudley Amy getötet haben. Doch wer sonst verfügte über die nötige Autorität, ihre Ermordung anzuordnen? Vielleicht wird die Identität des Mörders für immer ein Geheimnis bleiben. 450 Jahre nach dem Tod müsste ein Geständnis auftauchen. Doch es ist klar, wer von Amys Ableben profitierte. Ich glaube, Cecil hat Amy Dudley ermordet. Und aus seiner Sicht gab es dafür sehr gute Gründe. William Cecil stellt den Zusammenhang her zwischen Amys Tod, Roberts Ruf und der Unmöglichkeit einer Hochzeit zwischen Robert und der Königin. Amy ist auf eine so verdächtige Weise ermordet worden, dass jeder an Roberts Schuld glaubte. Und das disqualifiziert ihn für eine Hochzeit. Wenn man also glaubt, dass Cecil dazu imstande war, dann war es wirklich ein brillanter Plan. Vor Amys Tod stand Cecil kurz vor dem Rücktritt. Nach ihrem Tod setzte er seine Karriere fort, mit großem Erfolg. Chris Skidmore ist nicht überzeugt. Dass Cecil Amys Tod arrangiert hat, ist für ihn nicht mehr als eine abwegige Verschwörungstheorie. Cecil war ohne Zweifel ein scharfsinniger Politiker. Vielleicht nutzte er Amys Tod zu seinem Vorteil, aber das heißt noch nicht, dass er ihn arrangierte. Es hätte für ihn keinen Sinn gemacht, damit am Ende den Weg für die Hochzeit freizumachen. Seitdem Amys Verletzungen einen Mord nahelegen, streiten die Historiker darüber, wer das beste Motiv hatte. Eine Autopsie von Amys Leiche, mehr als 400 Jahre nach ihrem Tod, könnte weitere Indizien zum Vorschein bringen. Ob Cecil den Mord an Amy in Auftrag gab oder nicht, ihr Tod hatte sicher den von ihm gewünschten Effekt. Doch Robert Dudley hörte nicht auf, um Elizabeth zu werben. 1575 organisierte er auf Schloss Kenilworth das Fest des Jahrhunderts für die Königin. Es flossen Unsummen in dieses Fest, ohne Zweifel die größte Party der Zeit. Es ist gut möglich, dass dies Dudleys letzter großer Versuch war. Es gab ein Feuerwerk von einem italienischen Pyrotechniker. Scheinbar plante er, lebende Katzen und Hunde aus einer Maschine zu schießen. Glücklicherweise konnte er davon abgebracht werden. Ein Bankett mit 300 Plätzen und ein Historienspiel, bei dem man auf einem gigantischen mechanischen Delfin reiten konnte, in dessen Bauch sich 6 Musiker befanden. Es kamen viele Gäste. Die meisten mussten in Warwick untergebracht werden, sodass Kenilworth aus allen Nähten platzte. Man nimmt an, dass sich unter ihnen noch ein Junge aus Stratford befand, William Shakespeare. In seinen Stücken, vor allem im Sommernachtstraum, gibt es Hinweise darauf. Doch all die Ausgaben, das üppige Fest und die Gäste waren, in Bezug auf Elizabeth, reine Verschwendung. Dudley stand ihr schließlich näher als jeder andere Mann. Ironischerweise war mit dem Tod seiner Frau jede Chance dahin, jemals die Königin heiraten zu können. Elizabeth hatte sich entschieden, in die Geschichte einzugehen als jungfräuliche Königin. Und mit ihr starb die Dynastie der Tudors aus. In the end, this shall be for me sufficient, that a marble stone shall declare that a queen, having reigned such a time,
lived and died a virgin. Wäre Elizabeth auch zur jungfräulichen Königin geworden, wenn Amy Robsart nicht ermordet worden wäre? Amys Leben hat die Geschichte kaum beeinflusst, doch ihr Tod zieht sich durch die Jahrhunderte. Sie ist die unglückliche Dritte einer Dreiecksbeziehung, in der sie eigentlich keine Rolle spielte. Er hat sie vernachlässigt, er hat sie verlassen und ihr nicht mal ein Haus zur Verfügung gestellt, in dem sie einen eigenen Bereich gehabt hätte. Sie hatten keine Kinder zusammen und für meine Begriffe gehörte sie zu den Frauen, die von ihren Männern betrogen werden. Männer, die irgendwo anders ein glamouröses und besseres Leben führen. Amys Gruft liegt versteckt in einem entlegenen Winkel der Universitätskirche von Oxford. Ist das wirklich ein angemessenes Grab für eine Frau, deren Leben so unbedeutend war, aber deren Tod eines der bedeutsamsten Ereignisse in der Geschichte der Tudors war? Mit Amys Tod wurde Elizabeth zur jungfräulichen Königin.